Hey Freunde, schön, dass ihr wieder da seid. Wenn ihr mir schon ein bisschen länger auf diesem Kanal folgt, dann habt ihr wahrscheinlich mitbekommen, dass ich das ein oder andere Kartenspiel gesammelt habe. Aber in letzter Zeit ist mein Regal ziemlich voll geworden, weshalb ich mir vorgenommen habe, das Ganze ein bisschen einzuschränken. Allerdings habe ich dann doch wieder ein paar Kartenspiele bestellt und die sind jetzt angekommen. Ich habe mir gedacht, wir packen das Paket mal zusammen aus und werfen einen kurzen Blick auf die Kartenspiele, weil ich glaube, das ein oder andere hier drin könnte dir auch gefallen. Also starten wir mal direkt und packen das Paket aus. Schauen wir mal, was so in dem Paket ist. Ich habe hier insgesamt 4 Kartenspiele bestellt und zwar einmal das. Ich verrate es noch nicht. Schauen wir erstmal rein am besten. Oh, herrlich. Okay, Leute. Kleiner Blick. Nice. Hierauf habe ich mich schon eine ganze Weile gefreut. Das ist das Jurassic Park Deck von Illusionist. Und da bin ich mal sehr, sehr gespannt drauf, wie die Karten gleich... Schauen wir gleich mal rein und gucken uns mal an, wie das Deck von innen aussieht. Ich habe jetzt 2 bestellt und zwar gibt es demnächst ein Giveaway. Also haltet mal die Augen auf dafür. In Kürze kommt noch was anderes Cooles und dann habt ihr die Möglichkeit, eins von diesen Decks zu gewinnen. Weiter geht's mit einem Deck Supernox. Ich finde eigentlich ehrlich gesagt hierbei die Verpackung cooler als die Karten selbst. Aber da habe ich auch mal zugeschlagen und mir ein Deck besorgt. Und zuletzt noch ein Deck Rote Hellions. Wie ihr wisst, sind Hellions ja nach wie vor meine Lieblingskarten oder ist die Hellions mein Lieblingsdeck. Und ich habe mir hier mal die Version 3 in Rot bestellt. Die sind jetzt mittlerweile auf Katamundi Stock gedruckt. Deshalb schauen wir gleich mal, wie die so aussehen. Werfen wir einen kurzen Blick in die Boxen. Okay, Freunde, womit fangen wir an? Ich würde sagen, wir werfen zuallererst mal einen Blick auf die Supernox. Okay, was können die Supernox? Schauen wir mal rein. Da geht's schon los. Die sind so gut verpackt. Die bekommt man gar nicht auf. Wie ein Superdeck halt so sein muss. Also meiner Meinung nach ist das Deck hier ja unschlagbar. Also die Idee ist auf jeden Fall richtig cool. Wie so ein altes Comic gemacht für 10 Cent. Ich glaube, heutzutage bekommt man für 10 Cent gar nichts. Auf die Karten selbst. Hier drin ist nichts. Weiße Box. Gehen wir mal zur Seite. Und wie ihr seht, die Rückseiten sind gar nicht wirklich spektakulär. Wie die Knockbacks halt blau mit einem roten Rand rum. Aber schauen wir uns mal die Vorderseiten an, ob sich da ein bisschen was tut. Ah, ihr seht auch schwarz und rot gehalten, ganz normal, aber natürlich ein bisschen an hellblau angepasst. Nichts zu Verrücktes. Ich möchte euch jetzt auch hier nicht zu Tode langweilen mit jedem Kartenspiel. Ja, das sind die Supernox. Freunde, das sind die Supernox. Schick. Kommen wir mal zum nächsten Kartendeck. Das sind die Supernox und weiter geht's mal mit dem nächsten Spiel. Okay, heben wir uns da die Jurassic Park Karten mal zum Schluss auf. Da bin ich am meisten gespannt drauf. Deshalb schauen wir jetzt noch mal kurz auf die roten Hellions. Ich bin immer noch nicht ganz überzeugt davon, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das hier auch wieder nur eine Vermarktungssache ist. Und ihr wisst ja wahrscheinlich selber, wenn ihr Daniel Madison kennt, dass er nicht mehr ganz überzeugt von vielen Sachen ist, die er da gemacht hat. Ich bin nach wie vor von dem Hellions Deck sehr überzeugt, aber ich glaube, verschiedene Farben und verschiedene Muster oder so sind halt irgendwie eher um was zu verkaufen. Aber nach wie vor ist die Verpackung von Katamundi hier eine wirkliche Katastrophe, Freunde. Kriegt das hier immer noch nicht richtig auf, muss man echt. Also sollte Katamundi sich echt mal was einfallen lassen. Ah ja. Ihr seht, das Kartendeck ist diesmal schwarz, nicht mehr rot. Sieht auch ein bisschen anders aus als früher von der USPCC gedruckt. Die Rückseite ist auch embossed mittlerweile. Und das Siegel hier, ich weiß gar nicht, war mal im alten Deck Siegel drauf? Ich glaube, das alte Deck hatte überhaupt keine Siegel. Deshalb schauen wir mal vorsichtig. Okay, oh.
Verpackung von innen ist rot. Und wieder packt Katamundi die Karten innen drin auch nochmal in Folie ein. Weil das Ganze ja so viel Spaß macht. Und ihr seht da drin, könnt ihr das erkennen? Den Sexy Devil? Nein, ich glaube nicht. Okay. Oh mein Gott. Die fühlen sich an wie Butter. Oh. Also ehrlich gesagt, nach ein paar Monaten Testen mit Katamundi-Karten, ich hatte bis jetzt ja nur die Copac 310, ich bin mehr und mehr überzeugt von den Copac-Karten inzwischen oder von Katamundi insgesamt als von USPCC. Die Karten fühlen sich einfach weicher an und einfach wie Butter. Und ja, lass uns mal einen kleinen Blick auf das Design werfen. Also, das sieht eigentlich ziemlich gleich aus. Die Karten fühlen sich halt nur anders an. Ein bisschen schwer zu erkennen, ein bisschen mehr plastikmäßig. An den Faces hat sich wenig getan, oder besser gesagt gar nichts getan. Das ist alles gleich geblieben. Ja, sehr schön. Also ihr seht die roten Hellions. Ziemlich nice, gefallen mir gut. Tatsächlich bin ich noch gar nicht wirklich sicher, ob mir das Rot besser gefällt als die schwarze Version. Aber schauen wir mal. Ich werde die demnächst mal ein bisschen benutzen. Eigentlich ein ganz geiles Deck. Okay, Freunde, bevor ich euch hier zu Tode langweile, kommen wir jetzt einfach mal zum letzten Kartendeck. Den Jurassic Park. Ich bin ja tatsächlich super begeistert und habe lange überlegt, ob ich mir die bestellen soll, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Kartendeck niemals wirklich benutzen werde. Also tatsächlich wirklich was für die Sammlung. Dann habe ich es einfach mal doch gemacht. Wo ist denn hier der Anfang, bitte? Katamundi. Ihr macht mich wahnsinnig! Dieser Streifen hat keinen Anfang. Der hat einfach keinen Anfang und kein Ende. Das gibt's doch gar nicht. Jesus. Kann doch nicht wahr sein. Habt ihr auch diese Probleme? Lasst mich das mal wissen unten in den Kommentaren, ob ihr mit Katamundi-Karten auch solche Probleme habt oder ob das immer nur ich bin. Vielleicht erwische ich ja auch immer nur die schlechten Pakete, die man hier so stundenlang aufknibbeln muss. Oh ja, nice. Also ich finde ja tatsächlich, dass sich Illusionist bei der Idee zu diesem Kartenspiel selbst übertroffen hat. Alleine die Idee schon dieser Kartenpackung, so geil. Guckt euch einfach mal hier an. Ihr habt hier so einen T-Rex-Kratzer. Das ist schon geil. Die Packung selbst, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, ist so leicht genoppt. Die T-Rex-Haut sieht auf jeden Fall sehr geil aus. Hier überall. Fühlt sich auch gut an. Was ich aber jetzt gehört habe, ist, dass man ein bisschen aufpassen muss, weil die Öffnungen hier sehr schnell reißen und das ist das Letzte, was ich gerade möchte. Deshalb versuche ich einfach mal. Mein Gott, wie öffnet man denn diese Packung hier? Leute, ich glaube, ich bin einfach zu dumm für Kartenpackungen. Ich möchte das jetzt nicht kaputt machen, deshalb. Also ich glaube. Ich brauche ja auch wieder das Messer. Was soll das sein? Leute, was soll das sein? Was um alles in der Welt soll das sein? Warum muss ich mein Kartendeck aufschneiden? Ich habe das schon ein paar Mal gelesen. Ich habe irgendwie gedacht, dass die Leute einfach unvorsichtig waren beim Öffnen. Aber, okay. Mit ein bisschen Nachhelfen geht es dann doch. Okay, schauen wir mal. Also wie ihr seht, hier hinten, das kann sehr leicht reißen. Deshalb müsst ihr aufpassen, wenn ihr das Deck öffnet. Aber ich glaube, wenn man es einmal gefaltet hat und leicht gebogen hat, dann geht das. Auch dauerhaft. Sehr nice. Und da sind die Karten. Nichts Besonderes innen im Deck. Legen wir das mal hier zur Seite. So. Kleiner Trick fürs Öffnen der Karten innen. Einfach hin und her biegen, dann geht die Folie ab. Wurde mir gesagt. Ihr seht die Rückseiten. Sehr cool. Sehr, sehr cooles Deck. Gefällt mir mega gut. Ich weiß nicht, wenn ihr noch den originalen Film gesehen habt, dann erinnert euch wahrscheinlich an den kleinen Mann hier, die DNA-Spur. Finde ich super cool gemacht. Die Karten sind auch so ein bisschen auf alt gemacht an den Rändern. Sieht auch ziemlich geil aus. Natürlich auch von Katamundi-Stock oder auf Katamundi-Stock gedruckt. Fühlen sich gut an und sehen natürlich dann auch alt aus. Können wir hier mal kurz durchgehen. Habt ihr hier ein paar Skelette. Ziemlich geil. Ziemlich geil gemacht. Ja, ich finde es sehr cool. Ich weiß nicht, sagt mir mal eure Meinung dazu, zu dem Kartenspiel hier. Also das ist definitiv nichts, um auf irgendwelchen Events damit zu zaubern
Und allein darum, weil die Karten schon so teuer sind. Ich finde allerdings, dass die Rückseiten ziemlich gut gelungen sind. Die Kartenpackung ist eine einmalige Sache. Und ich dachte mir, das darf auf gar keinen Fall in meiner Sammlung fehlen. Obwohl ich eigentlich auch nicht wirklich mehr Platz in meinem Regal habe. Das ist das nächste Problem. Aber das sollte sich irgendwie machen lassen. Okay Leute, wie ich schon gesagt habe, hier habe ich noch ein Kartenspiel. Und zwar plane ich ein kleines Giveaway auf meinem Kanal. Und zwar im nächsten Video oder spätestens übernächsten Video. Deshalb würde ich euch empfehlen, klickt mal auf den Abonnieren-Button und am besten auch auf das kleine Glöckchen, damit ihr informiert werdet, wenn das nächste Video online geht, was wahrscheinlich Ende der Woche sein wird. Da habt ihr dann die Chance, eins von den Jurassic Park Decks zu gewinnen. Was genau ihr dafür tun müsst, erfahrt ihr dann im nächsten Video. Ich hoffe, ihr seid noch wach und ich habe euch nicht zu Tode gelangweilt mit dem Kartenspiel und wir sehen uns dann im nächsten Video. See you.